Für die Menschen im Finchgau, vor allem im Abschnitt zwischen Castelbell und Galsoan, wird sich wohl ein neues Leben eröffnen. Die Arbeiten am neuen Tunnel für die insgesamt 3,5 Kilometer lange Umfahrungsstraße sind nämlich in Angriff genommen worden. Es ist ein guter Tag heute hier im Finchgau. Wir können mit den Bauarbeiten der Umfahrung Castelbell starten. Das ist ein Projekt, das zusammen mit der Bevölkerung, mit der Gemeinde, mit den Nachbargemeinden und dem Bezirk Finchgau hier in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Heute ist der Baubeginn. Heute können wir endlich die tatsächlichen Bauarbeiten starten. Der Tunnel wird in den nächsten 15 Monaten fertiggestellt. Vorgetrieben wird der Tunnel durch Sprengungen und Bohrungen, jetzt vom Osten her und in ein paar Monaten auch vom Westen ausgehend. Nach dem fast 3 Kilometer langen Tunnel bei Leifers wird er der zweitlängste Tunnel in Südtirol sein. Der Tunnel von Castelbell wird eine Länge von 2,5 Kilometern haben. Er wird dadurch der zweitgrößte Tunnel Südtirols werden. Wir haben die gesamte Umfahrung hat eine Länge von 3,3 Kilometern. Dieser Tunnel wird im zyklischen Sprengvortrieb vorgetrieben werden, das heißt mit Sprengungen im Felsmaterial. Im Anfangsbereich haben wir auch noch Lockermaterial. Dort sind besondere aufwendige Sicherungen notwendig. Obwohl sehr viele Menschen die Finchgau-Bahn nutzen, gibt es aktuell mit mehr als rund 13.300 Fahrzeugen täglich auf der Finchgau-Staatsstraße noch immer viel motorisierten Verkehr. Heute ist ein besonderer Tag für die Gemeinde Castelbell-Tschaars mit dem Tunnelanstich und Segnung dieses Tunnelprojektes. Und dieses Projekt ist für unsere Gemeinde sehr wichtig, vor allen Dingen um die Steigerung der Lebensqualität und vor allen Dingen auch für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde. Im Tunnel sorgen 4 Fluchtstollen und 4 Pannenbuchten sowie ein modernes Belüftungssystem für Sicherheit. Das Land investiert rund 75 Millionen Euro in den Bau der Umfahrung.